Ja, herzlich willkommen. CMC TV am Mittag nachgefragt. Mein Name ist Simon Siso Kumalo. Unser Chefmarktanalyst Jochen Stanze war schon so freundlich, in der vergangenen Woche unser neues Konzept vorzustellen. Heute geht es um das Thema Indikatoren, Oszillatoren. Eine Serie in den nächsten Wochen, bei der ein wenig Licht in das Dunkel gebracht werden soll, aller Indikatoren, die es nun mal gibt. Sicherlich kennt der ein oder andere Investor das auch. Vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht mehr. Und da macht es Sinn, dass man sich nochmal vergegenwärtigt, welcher Indikator sagt mir eigentlich was? Welchen Indikator kann ich in einem Ruhe-, sprich seitwärtigen Markt und welchen Indikator bestmöglich in einem trendwärtigen Markt verwenden? Dazu stelle ich jetzt zwei Indikatoren vor, die für den Trend sind. SMA, MACD, sicherlich bekannt. Und natürlich nochmal zwei Oszillatoren für den seitwärtigen Markt, RSI und Slow Stochastic. Wir beginnen einfach mit dem SMA. Für alle Investoren, die unsere Handelsplattform kennen, ganz einfach zu finden, indem auf Indikatoren unten geklickt wird in der Befehlsleiste und entsprechend auch der Indikator, der gesucht wird, im Suchfeld eingegeben wird. Und schon sehen wir ganz klassisch in der Anzeige, wie uns der SMA gezeigt wird. Der einfache gleitende Durchschnitt oder in Englisch Simple Moving Average ist die Folge arithmetischer Mittelwerte von aufeinander folgenden Datenpunkten. Ein Beispiel für die Verwendung von derartigen gleitenden Mittelwerten sind die 38er oder wie hier schon voreingestellt 50er oder 200-Tage-Durchschnittswerte von Börsenkursen, die den gleitenden Mittelwert der vergangenen Börsentage beschreiben. Und die Menge der gleitenden Mittelwerte wird gleitend oder wie man so schön sagt, iterativ über einen Ausschnitt, sprich ein Fenster berechnet. Und das verwendete Fenster wird überlappend verschoben. Das heißt, der erste Wert aus dem Fenster wird wiederholt und ein neuer Wert aus dem nächsten Fenster hinzugenommen und die Ergebnismenge der Mittelwerte für sich genommen ist völlig unabhängig. So erhalten wir eine Glättung des hier angezeigten Charts. Mehr zu SMA ab morgen in der Serie, dementsprechend für die Indikatoren, beginne ich dann morgen mit dem SMA. Ich stelle Ihnen jetzt den weiteren Trendindikator vor. Das ist der MACD. Auch ganz einfach wieder hier einzugeben, sodass man sich nicht lange mit der Sucherei beschäftigen muss. MACD. Wir nehmen direkt den ersten unten links. Der Indikator für das Zusammen- und Auseinanderlaufen des gleitenden Durchschnitts oder Englisch Moving Average Convergence Divergence ist ein trendfolgender technischer Indikator und wurde zuerst 1979 von Gerard Appel vorgestellt, kommt häufig in seiner Vielfalt zum Einsatz. Der MACD berechnet sich aus der Differenz zweier exponentieller gleitender Durchschnitte. Also kurz, im MACD haben wir zwei exponentielle, also zwei EMAs drin. Für die Analyse wird er meistens in Verbindung mit einer Signallinie, also einem Trigger, eingesetzt. Eine weitere Verwendung findet der MACD in der sogenannten Divergenzanalyse. Und hier wird nach neuen Extremwerten im Kurs gesucht, die nicht im MACD bestätigt sind. Ja? Es ist nicht bestätigt, wie zum Beispiel im Fadenkreuz gerade angezeigt. Erreicht der Kurs beispielsweise höhere Hochs und werden diese nicht durch den ebenfalls neue Hochpunkte im MACD bestätigt, spricht man von einer bärischen Divergenz. Dies indiziert einen möglichen Trendwechsel, da der Aufschwung schwächer wird. Und das gilt natürlich umgekehrt auch für bullische Divergenzen. Über die Berechnung des MACD dann tiefergreifend in der Sendung übermorgen. Dann dementsprechend nach dem SMA folgt dann in der Sendung übermorgen der MACD. Als letzte beiden möchte ich Ihnen dann unsere Oszillatoren vorstellen. Als allerersten Oszillator der RSI. Damit das Bild dann auch übersichtlich bleibt, können Sie jeweils auch immer die nicht mehr verwendeten Indikatoren herausklicken. So viel zum Thema, manchmal sieht man von lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
Nutzen Sie wirklich nur diese Oszillatoren oder Indikatoren, die Sie für Ihr Chartbild brauchen. Der von Wallace Wilders Jr. entwickelte relative Stärkeindex, RSI, wir sehen ihn hier unten, repräsentiert wahrscheinlich den am häufigst verwendeten Kontratrend-Oszillator. Aber der irreführende Name führt jeweils oft zu Verwechslungen. So wird der RSI, also nicht als relative Stärke zwischen zwei oder mehreren Titeln gemessen, sondern vielmehr die innere Stärke eines bestimmten Titels wird dort gemessen. Der RSI wird daher als Weiterentwicklung des Momentums und daher auch als Momentumsindikator angesehen. Im RSI wird das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsschlusskurse innerhalb des Betrachtungszeitraums verwendet oder angesehen. Sie sehen, das Ergebnis liegt jeweils in einem Intervall zwischen 0, also hier unter der 30er-Linie natürlich, und 100, also hier über der 70er-Linie. Durch die gleichzeitige Berechnung von Aufwärts- und Abwärtskraft wird der Kursverlauf im RSI geglättet. Wie man so schön sieht, ist er glatter als der Chart hier. Und der RSI weist auf kurz-, mittel- oder langfristige Übertreibungen im Kursverlauf hin, also wird gerade überkauft oder überverkauft. Untertreibung, alles was unter 30 ist. Über die Berechnung des RSI dann tiefergreifend am Donnerstag in der Folgesendung komme ich dann aber abschließend zum Slow Stochastic und jetzt aufgepasst, ganz einfach hier einzugeben, indem man einfach STOC eingibt. Denn dann ist es der zweite von links, der Slow Stochastic. Hier können wir wieder den RSI ausklinken und sehen wieder sehr viel Wald trotz vieler Bäume. Die Stochastik-Oszillatoren notieren stets zwischen 0 und 100%, wie gerade schon im RSI auch gesehen, gilt das für alle Stochastik-Oszillatoren auch. Ein Wert von 0% zeigt, dass der Schlusskurs des Basisobjekts dem niedrigsten Kurs im Beobachtungszeitraum entspricht. Analog zeigt ein Wert über 100%, dass der Schlusskurs den Höchstwert im Beobachtungszeitraum darstellt. Stochastikwerte oberhalb von 70% oder 80% definieren einen überkauften Zustand, unterhalb von 30% und 20% definieren sie einen überverkauften Zustand. Und über die Anzeige des Low Stochastic, genauso wie alle anderen Indikatoren, dann in den nachfolgenden Sendungen wieder mehr. Für heute war es ziemlich viel und komprimiert. Das war die Übersicht für die Woche. Ich darf mich jetzt erstmal bedanken. Christoph Martin wird am Mittwoch in dem Sendeformat folgen und natürlich wird unser Chefmarktanalyst Jochen Stanzel CMC TV nach wie vor weiterhin vorstellen. Ich bedanke mich erstmal. Bleiben Sie uns gewogen. Das war CMC TV am Mittag nachgefragt. Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und erhalten Sie immer die neuesten Analysen und Trading-Strategien.